Ja, hallo zusammen. Das Thema Zweitabhöre im Studio treibt mich schon länger um und ich werde mal versuchen, in diesem kurzen Video meine Vorgehensweise hierzu kurz zusammenzufassen und vorzustellen. Die Leute, die ja schon länger dabei sind oder das sich auch schon mit dem Thema Mixing und Mastering intensiver beschäftigen, kennen sicherlich die berühmt-berüchtigten Aura-Tones, gerne auch mal Horror-Tones genannt, die seit den 70ern sich auf den großen Meterpitches der Mischpulte breit gemacht haben. Angeblich ist ja auch das Erfolgsalbum von Michael Jackson, Thriller, zu einem Großteil auf diesen Boxen gemischt worden. Man sagt ihnen nach, dass wenn der ein Mix gut klingt auf diesen Boxen, er sehr gut transportiert und auf allen Systemen zu Hause, Küchenradios, Autoradios etc. auch gut klingt. Nun werden Originalboxen zu Preisen von über 300 Euro gehandelt bei eBay Kleinanzeigen und es gibt auch eine Neuauflage, die liegt in ähnlichen Bereichen. Es gibt auch von Avantone einen vergleichbaren Lautsprecher mittlerweile. Behringer hat natürlich mit Behringer-Ton auch mal etwas angeboten in die Richtung, hat auch aktuell wieder was im Programm. Aber ich scheue mich einfach für die Vertreter von Auratone und Avantone über 300 Euro für ein passives Bärchen Boxen auszugeben, die ja nicht mal besonders gut klingen, wenn man sie standalone oder als Box an sich betrachtet. Das ist ja, der Einsatz ist ja mehr so eine Mittenlupe. Nun habe ich mich etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Selbstbau, natürlich um Kosten zu sparen und um auch wieder mal ein schönes Projekt zu verwirklichen. Und da bin ich über eine Bachelorarbeit gestolpert. Ich verlinke euch auch die Arbeit, man kann sie im Internet runterladen. Es ist deutschsprachig, die ist glaube ich von 2014 oder 2015. Sehr schön aufbereitet, für jemanden mit etwas technischem Background gut verständlich. Es sind viele Vergleichsmessungen da drin. Das Fazit ist auch sehr interessant. Das überlasse ich euch mal nachzulesen. Aber er hat auch eine Selbstbaubox im Rennen, die einen Tankband-Breitbänder nutzt, der momentan jetzt leider nicht mehr erhältlich ist. Das war eine Deodym-Variante, aber es gibt es jetzt auch als Ferrit-Variante. Und mit diesem Lautsprecher habe ich beschlossen, ein kleines Do-it-yourself-Projekt durchzuziehen, um mir eine Avantone-artige Mixbox selbst zu bauen. Der Lautsprecher ist zurzeit relativ günstig erhältlich, ist gerade im Angebot, kostet knapp über 60 Euro das Stück. Und für das Holz, ich blende euch jetzt auch immer parallel mal per Bilder ein dazu, habe ich einfach Restholz aus dem Keller in meiner Werkstatt verwendet. Und ja, in wenigen Tagen Arbeit war ich dann soweit. Und ja, das Ergebnis, das präsentiere ich euch jetzt in einigen Bildern. Noch ein paar Worte zur Abstimmung der Boxen. Die Gehäuse sind ja wie bei den Vorbildern komplett geschlossen. Das heißt, die Abmessungen sind jetzt auch nicht ganz so wichtig. Das leichte Variation im Zentimeterbereich, die machen sich klanglich weniger stark bemerkbar wie Einflüsse bei der Aufstellung der Boxen. Bei den Originalen sind auch keinerlei frequenzweichen Bauteile verbaut. In der Bachelorarbeit werden verschiedene Varianten durchgespielt. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel den Einsatz von Sperrkreisen, um im Mittenbereich etwas aufzuräumen. Letztlich habe ich mich dann für eine Bassanhebung entschieden. Das wird so realisiert, dass in Reihe zum Lautsprecher ein Widerstand, in meinem Fall hier 10 Ohm, geschaltet werden, der den Lautsprecher insgesamt leiser macht. Die Bassanhebung wird dann realisiert, indem man über diesen parallel zu diesem Widerstand eine Spule schaltet, in meinem Fall hier eine Spule mit einer Induktivität von 1,8 mH, die dann die Bässe wieder durchlässt, sodass sich hier im Bereich, im Frequenzbereich bis 200 Hertz eine Bassanhebung ergibt. So, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch das Konzept des Selbstbaus einer kleinen Studio-Zweitabhöre nach dem Breitbandprinzip etwas näher bringen. Ich werde nützliche Dinge wie den Typ des Lautsprechers oder auch die Bachelorarbeit in der Videobeschreibung verlinken. Und falls noch weitere Fragen sind, bitte stellt die in den Kommentaren. Ich werde mich dann bemühen, diese zu beantworten. Bis dann. Tschüss.